Hallo Leute, hier ist eure Alicia und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SSO Gen, wo ich auf meinem einzigen zweiten Account Alicia Green Produce mit euch die SSO Story noch einmal spiele. Und dieses Wochenende sind wir auf dem zweiten deutschen Server Autumnstar. Genau. So, ich muss allerdings noch was sagen. Ich muss ein bisschen vorproduzieren diese Woche, aufgrund dessen, dass ich am Samstag und am Sonntag gar nicht zu Hause bin. Ich besuche nämlich meine Mutti oder Mama, wie auch immer. Und deswegen bin ich erst Sonntag spät zu Hause. Wir gehen nämlich auf so eine Pferdeveranstaltung, irgendwie auf so ein Sulkirennen. Ja. Und wir fangen heute bei Yidris an und gucken mal, ne, ob wir jetzt endlich in Zell können. Steht ja schon, ja. Okay, was für ein Zirkus. Ich habe die Vorstellung noch nicht fertig, aber vielleicht wirst du ja mit deinem Pferd mal auftreten. Du kannst jederzeit zum Üben herkommen. Ich möchte Artisten aus der ganzen Welt auftreten lassen. Vielleicht wirst du einer von ihnen. Nee, danke. So das Zirkusleben ist, glaube ich, nichts für mich. Vielen Dank für die Hilfe mit dem Zirkus. Hier bekommst du ein kleines Geschenk. Einen wunderschönen Hut. Als Dank für deine Hilfe. Dankeschön. Gucken wir uns mal an. Der Clownhut. Ein Clownhut von Yidris. Im Hut steht Grüße an X von Herrn Y. Pflege plus 6 und wenn wir den Hut verkaufen würden, würden wir 900 Jovic-Schläge bekommen und ist auf Spieler Level 10. Ja. Herr X. Also Herr Y ist Herr Yidris, aber... Oder? Aber wer ist Herr X? Naja, vielleicht bedeutet das auch gar nichts. So, also der Hut ist nicht schon geeignet, aber er ist ziemlich lustig. Mittlerweile gibt es ganz viele Ausführungen in der Mall von so einem Hut, ne? Ich glaube, die Blume ist dann auf der rechten Seite. Und wir wollen aber jetzt ins Zirkuszelt, Yidris. Um in den Zirkus und auf den Jahrmarkt zu kommen, braucht man immer ein Ticket. Egal, ob es eine Vorstellung gibt oder nicht. Das Ticket öffnet dir die Tür zu der magischen Welt des Jahrmarktes. Das Ticket, das ich dir hier anbiete, ist etwas... Ach nee, ist ewig gültig. Du musst es beim Eingang zeigen. Willst du das Ticket haben? Na klar! Bitte sehr, Alicia. Fühl dich wie zu Hause. Willkommen in meiner Welt. Yay! Hört ihr die Musik? Ich würde sagen, wir gehen aber mal rein, ne? So, also das ist das Ticket. Ihr solltet das, wenn möglich, auch immer mithaben. Also ich habe es immer mal mit. Man weiß ja nie, ob man mal ein Zirkuszelt will. Obwohl ich vielleicht einmal im Jahr im Zirkuszelt bin, wenn überhaupt. So, und im Zirkuszelt ist es nicht besonders. Denn man kann hier ein paar Sachen machen. Nämlich erstmal, ihr seht schon, ne, hier ist irgendwie so Lichter und das Ganze ist sehr groß. Und da hinten, man sieht es direkt, gucken einen so schwarze Gestalten an, ne? Man weiß es gar nicht richtig. Die sehen so ein bisschen aus wie Avalon mit den Umhängen hier, ne? Aber so ein bisschen, die sind schon creepy, jetzt mal echt mal, oder? Ne, da hinten verändert sich irgendwie das Licht, ne? Aber es sieht auf jeden Fall wirklich, wirklich cool aus, oder? Ne, wir haben auch so einen leichten gelblich-rötlichen Schleier über uns, sag ich mal. Also das Lichtverhältnis ist hier einfach anders im Zirkus, ne? So, dann gehen wir erstmal zur Mitte hin. Denn in der Mitte haben wir einen Knopf. Wir haben was zum Draufdrücken. Oh, guck mal, da liegt was Süßes. So, und wenn wir draufdrücken, passiert nichts. Warum passiert nichts? Passiert nichts. Ja gut, okay, dann zeigen wir nicht den Knopf. Dann machen wir die Kamera. Gut. Keine Ahnung, warum da jetzt nichts passiert. Also, ach doch, das Konfetti ist gekommen. Oh, Konfetti wird geschmissen, oder? Wir nochmal drücken. Konfetti, wir schmeißen Konfetti. Yay. Konfetti. Okay, so, kommen wir dann zu der Kamera. Hier unten findet ihr nämlich so eine Kamera. Und... da könnt ihr euer Pferd steuern. Das ist immer so ein kleines bisschen tricky. Und dann seht ihr das Pferd so von der Seite, ne? So. Wir sind halt auf einmal in der Kameraposition in der Mitte vom mittleren Pfosten hier, ne? Moment. Ne? Von dem Ding haben wir dann auf einmal die Perspektive und können dann halt unseren Reiter sehen und dann alles machen und ja, ne? So. Natürlich sieht man hier auch andere Spieler übrigens. So, und dann jetzt noch etwas Besonderes. Wir springen durch Feuerringe. Ja, denn hier an der Seite gibt es überall solche Knöpfchens nochmal. So, und jetzt kommt da so ein rotes Ding. Das ist Feuerring. Und dann kann man da
durchspringen. Aber man hat nur eine gewisse Zeit, um da durchzuspringen. Dann verschwindet der nämlich wieder. Ja. Und wir haben hier an verschiedenen Orten halt so ein Feuerraum. Da haben wir zum Beispiel noch einen. Das heißt, es ist immer gut, wenn ihr sowas macht, wenn ihr auch eine Freundin habt. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich nur durchlaufe? Ups, okay, wir werden gebremst. Abgestoppt. Wir machen Sliding Stop. Gut. Ne, also ist ziemlich lustig hier. Aber wenn man alleine ist, ist das immer ein bisschen schwierig, ne? Ein bisschen mühselig. Immer draufdrücken, zurückrichten. Ja, unser Pferd kann dann nämlich ja, durch Feuer springen, ja. So, und das war es eigentlich auch schon im Zirkus. Man kann hier halt ein bisschen Spaß haben und man sieht hier halt auch andere Spieler, die hier drin sind. Ja, das war's auch. Mehr gibt's noch nicht vom Zirkus, seit Jahren nicht. Wir wissen nicht, ob hier nochmal wirklich was hinkommt oder eine Show. Ich fände es ziemlich cool, wenn hier mal wirklich eine Show aufgeführt wird oder ähnliches, ne? Und ja, ansonsten ist das doch echt nett gemacht, ne? So, ich würde sagen, wir gehen jetzt aber noch nach Felicity in einem Viergroove, weil die hat ja mit ihrem Pferdchen Probleme. Ne? Das hat ja jetzt letztens durch uns etwas gegessen, weil wir ihn mit der Hand gefüttert haben. Ne? Aber die Tierärztin wollte ja nachgucken, was mit ihm los ist. Ich guck nochmal. Also wir müssen noch nicht zur Tierärztin. Wir müssen erst wirklich nach Viergroove gehen. Ich denke, sie schickt uns dann sofort nach Silverglade. Aber wir müssen die Quest dort anfangen. Ne? Übrigens, falls jemand wissen möchte, wo ich meine Frisur her habe, die ich gerade drauf habe, die findet ihr da. Da im Viergroove findet ihr. Aber die hier ist schweineteuer, aber auch die roten Haare gibt es da. Und die gibt es auch in einem schönen Blond und so weiter und so fort. So, Felicity. Summer Breeze will immer noch nicht alleine trinken oder fressen. Kannst du noch einmal mit der Tierärztin sprechen? Du kannst den Transporter zu Steves Farm benutzen, wenn du glaubst, dass das schneller geht. Ich glaube nicht, dass es schneller geht. Ich weiß, dass das schneller geht. Aber sie gibt uns schon mal... Immerhin gibt sie uns 15 Jorvik-Schlingen. Ein Transport kostet ja nur noch... 20? 25? 25 kostet das nur noch. Ich sag nur noch, weil vor anderthalb oder zwei Jahren war das Ganze nämlich noch richtig, richtig teuer. Ich glaube, wir haben pro Fahrt 200 Jorvik-Schlingen gezahlt. Das war richtig, richtig teuer. Das war echt heftig. Jetzt so 20 Jorvik-Schlingen, das gibt fit, ne? 25, Entschuldigung. So, Frau Tierärztin, Hallöchen. Also ich freue mich auf ein Silverglade-Remake, wenn das mal kommt, aber ich hoffe, dass sie mir die Stadt nicht kaputt machen. Ich mag Silverglade unheimlich gerne. So. Gut, dass du gekommen bist. Ich habe meine alten Dokumente noch einmal gelesen. Okay. Wie ich bereits gesagt habe, habe ich in ein paar alten Büchern und Aufzeichnungen gestöbert. Und ich habe ein paar Fälle gefunden, die unserem Fall sehr ähneln. Es könnte alles sein, beim gewöhnlichen Fieber angefangen, bis zu etwas viel Schlimmerem. Wir sollten Felicity aber nicht unnötig beunruhigen. Oder? Was glaubst du? Nein, sollten wir lieber nicht. Wie auch immer, vor ein paar Jahren hatte ich einen ähnlichen Fall. Ich habe damals keine Lösung finden können. Deswegen bin ich jetzt auch nicht viel schlauer. Ich habe allerdings eine Idee, was man machen könnte. Okay. Es gibt eine spezielle Kur. Ein Gebräu, das man Pferden mit ungewöhnlichen Symptomen verabreichen kann. Ich kann nicht garantieren, dass es hilft, aber es ist ein Versuch wert. Willst du mir dabei helfen? Na klar, wir helfen dir. Oder ihm. Du bist spitze. Ich brauche Hilfe, um all die Zutaten für Summer Breeze Kur zu sammeln. Es wird ein sehr zeitaufwendiges Unterfangen. Ich muss zu Felicity und Summer Breeze, um etwas genauere Untersuchungen anstellen zu können. Okay. Ich habe mit Elisabeth im Wälder gesprochen. Sie ist wahnsinnig gut darin, Kuren zu mischen. Wir möchten gerne, dass du uns dabei hilfst, einen besonderen Apfel zu finden. Wenn du ihn bekommen hast, kannst du ihn zu ihr bringen. Warst du schon mal im Apfelhain auf der anderen Seite der Dornfelsen? Man sagt, dass es dort in jeder Ernte einen Apfel gibt, der eine goldene Schale hat. Rette los und finde diesen Apfel. Die Zeit ist der Schlüssel. Okay, einen goldenen Apfel sollen wir finden, ja. So, es wird auch immer öfters, was heißt immer öfters, aber es wird immer noch regelmäßig gefragt, wo der Apfelhain ist. Tatsächlich wusste ich das früher auch nicht. Ich habe da auch gefragt. Das ist nämlich... Die Dornfelsen sagen halt einem auch irgendwie nicht so richtig, ne? Aber die Dornfelsen sind hier halt, hier heißt es nämlich die spitzen Klippen, ne? Die sind halt hier, da unten, zwischen Fort Pinter und dem Ponyrennen.
Und der Apfelhain ist genau auf der anderen Flussseite. Hier. Ne, hier steht's auch. Ne? Da ist der Apfelhain nämlich. Und ja, ich fand es damals ein bisschen verwirrend, weil die sagt irgendwie Dornklippen, Dornfelsen, was sie auch gerade gesagt hat. Und hier steht einfach mal die spitzen Klippen. Und man kann ja nicht hell sehen, das ist unbedingt, ja, man kann sagen, komm, das klingt schon ziemlich ähnlich, aber als Star Stable Reiter überlegt man ja eigentlich, ne, habe ich das schon mal gesehen? Und wenn nicht, gucke ich mal auf der Karte, irgendwo muss es ja stehen. Ja, und wenn es dann aber anders steht, dann guckt man meist weiter oder kommt nur mir das so vor? Also ich habe weitergeguckt damals. So, fast sind wir da. Übrigens, Wild Boy ist ein Tobiano, den könnt ihr bei Mali erwerben und ich wurde gebeten, ihn zu reiten. Ich habe aber leider nicht genug Jorvik-Schillinge. Oh, jetzt habe ich fast wieder genug Jorvik-Schillinge. Um ihn einmal zur Insel zu schicken, dass er keinen roten Smiley hat. Aber ja, gerade hatte ich irgendwas mit 200. Da habe ich jetzt schon gut 200 Jorvik-Schillinge gemacht. Das gefällt mir. So, der goldene Apfel. Wo ist er nur? Goldene Apfel. Wir können ja schon mal überlegen, was machen wir denn noch morgen für Quests? Mein liebes kleines Pony. Ja, ich würde sagen, wir machen bei Alex weiter, ne? Da glitzert etwas. Oh, da ist ja der goldene Apfel. Der ist aber richtig groß, oder? Item erfassen. Bekommen. Yay! Gönnen wir jetzt einfach mal nochmal den Pferdetransporter. So, Elisabeth, wir haben einen goldenen Apfel. Hallo, Licia. Oh, du hast den Apfel gefunden. Ich habe von der Tierärztin erfahren, dass du herkommen würdest. Ich werde die Kur mit dem Apfel als Grundlage zubereiten. Morgen werde ich deine Hilfe nochmal brauchen, da ich zwei weitere Zutaten benötigen werde. Ich muss jetzt mit dem Brauen anfangen, da es ein wenig Zeit braucht. Felicity möchte, dass du weißt, dass sie dir sehr dankbar für deine Hilfe in dieser schwierigen Zeit ist. Na gerne doch. So, das können wir jetzt allerdings erst nächste Woche weitermachen, aber morgen machen wir dann bei Alex weiter. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, das ist immer ein ganz schnelles Feedback für mich. Ja, dass euch die Folge gefallen hat. Konstruktive Kritik dürft ihr natürlich immer unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis dahin, eure Licia.